2012 drehte sie als erste saudische Regisseurin einen Spielfilm. Dann ging sie nach Hollywood und verfilmte die Biografie von Mary Shelley, die Autorin von Frankenstein. Für ihren neuen Film, Die perfekte Kandidatin, kehrte Haifa al-Mansour wieder zurück in ihre Heimat. Heute ist sie unser perfekter Gast und ich möchte von ihr wissen, was sich in den letzten Jahren verändert hat, für sie und im Königreich Saudi-Arabien. Herzlich willkommen, Haifa al-Mansour. Oh, thank you so much. Danke. Ja, die Filmindustrie zu Hause in Saudi-Arabien hat sich seit den Dreharbeiten von Bajda grundlegend verändert. 2012 galt eine strikte Geschlechtertrennung. Ich durfte draußen auf der Straße nicht zusammen mit der Crew gesehen werden, sondern musste aus einem Kleinbus heraus Regie führen. Mit der Öffnung des Landes gibt es heute Platz für Kunst im öffentlichen Raum. Ich musste mich beim letzten Dreh nicht mehr verstecken. Wenn uns Tugendwächter verjagen wollten, riefen wir die Polizei. Dieser rechtliche Schutz hat die Dreharbeiten ungemein erleichtert. Einen Film zu machen ist immer schwer, gerade in Saudi-Arabien, wo es keine ausgebaute Filminfrastruktur gibt. So fehlen zum Beispiel Casting-Agenten oder Location-Scouts. Aber es ist insgesamt viel einfacher geworden. Sie sagen gerade, die Dinge sind im Aufbau noch begriffen. Wie sind Sie denn eigentlich für das Casting vorgegangen für den neuen Film? Das Casting war sehr anspruchsvoll. Die Hauptdarstellerin Mila Al-Zahrani ist eine aufstrebende Fernsehschauspielerin. Mir gefiel, was ich von ihr gesehen hatte. Die Hauptdarstellerinnen und Darsteller zu finden ging noch, aber alle anderen waren Laiendarsteller, auch das Mädchen, das Selma spielt. Es war schwierig, jemanden zu finden, der Selmas Widerspenstigkeit, Schabernack und Humor umsetzen konnte. Dae Al-Hilal ist eine Instagram-Influencerin, was immer das auch sein mag. Sie hat viele lustige Sketche gemacht. Sie war großartig beim Vorsprechen, hat sich über sich selbst lustig gemacht, sich nicht versteckt und so die Rolle bekommen. Ich bewundere Schauspielerinnen, die ihr Herz in die Hand nehmen und sich zeigen. Ganz besonders in Saudi-Arabien, wo die Leute sehr konservativ und zurückhaltend sind. Sie war anders. Der Schauspielberuf in Saudi-Arabien, Sie haben es eben gesagt, es war schwierig, den weiblichen Part zu finden. Grundsätzlich das Renommee eines Schauspielers oder einer Schauspielerin, welchen Stellenwert hat das in Saudi-Arabien? Unter der konservativen islamischen Ideologie, die lange in Saudi-Arabien herrschte, wurden Frauen und die Kunst aus dem öffentlichen Raum verbannt. Es fehlte jeder Respekt vor den Schauspielerinnen. Das war kein Beruf, den man sich für seine Tochter wünschte. Viele Schauspielerinnen ergriffen den Beruf, weil sie Geld brauchten. Das hat sich aber sehr verändert. Mit der Vergabe von Auszeichnungen versucht man, der Schauspielkunst mehr Respekt entgegenzubringen. Heißt das, es ist im Moment kein Wagnis für die Hauptdarstellerin beispielsweise, jetzt in diesem Film aufzutreten? Man sieht sie in weiten Teilen des Filmes ohne Kopfbedeckung beispielsweise, in ihrer privaten Kleidung. No, there is no risk. Really, I think... Nein, es ist kein Wagnis. Es gibt im Fernsehen viele Schauspielerinnen. Der Beruf der Schauspielerin oder der Sängerin hat sich etabliert. Aber mit dem Beruf einher gehen soziale Stigmata. Man würde sich wünschen, dass Schauspielerinnen wie Ärzte oder wie Anwälte behandelt würden. Es ist wichtig, diesen Respekt für die Kunst in Saudi-Arabien wieder zu verankern. Und es gibt auch entsprechende Bewegungen. Auch ich fühle mich heute anerkannt als Filmemacherin. Jetzt, wo Kinos wieder erlaubt sind, kann ich um eine Bewilligung anfragen und in Saudi-Arabien drehen.
especially that cinema is now legal, I can apply for a script, for permission. Es ist anders als beim Mädchen Vajda 2012. Da fühlte ich mich bei öffentlichen Drehs verletzlich, verfolgt und unsicher. Es konnte durchaus geschehen, dass Tugendwächter uns zwangen, die Dreharbeiten abzubrechen. Sie waren dazu zwar nicht befugt, konnten sich aber im öffentlichen Raum gegen die Künstler durchsetzen. Heute schützt der Rechtsrahmen uns Künstler. Wir können den Kritikern entgegentreten und unser Recht einfordern. Das ist wichtig. Wie kommt diese Veränderung zustande? Sie ist ja dann sehr schnell vonstatten gegangen. Ja, es ging schnell. Saudi-Arabien hat eine sehr junge Bevölkerung. Das Durchschnittsalter liegt unter 35. Die junge Generation ist vertraut mit Social Media. Sie sieht sich als Teil der Welt. Diese Veränderung entspricht ihrem Wunsch nach einem normalen Leben. Sie wollen essen gehen können, Musik hören. Viele Mädchen wollen keine arrangierte Ehe, sondern ihren Partner selber wählen. Deshalb ist es wichtig, Kunst nach Saudi-Arabien zu bringen. Für eine Gesellschaft, in der Menschen warmherzig, offen und der Bildung zugewandt sind, braucht es Kunst, Musik, Film und Literatur, die eine solche Kultur eigentlich begründen. Sie haben in vielen Ihrer Interviews immer wieder betont, Sie kommen aus einem liberalen Elternhaus, Ihr Vater ist Poet und Dichter, also Sie hatten eine Affinität zu Kunst. Mhm. Was bedeutet es in Saudi-Arabien, liberal zu sein, konkret? Ich wuchs in einer Kleinstadt auf. Meine Eltern sprechen auch kein Englisch. Aber sie waren gütig und unterstützend. Ich stamme aus einer großen Familie mit 12 Geschwistern. Meine Eltern sagten mir nie, dass meine Brüder mehr Rechte hatten als ich. Sie zwangen mich auch nicht, den Schleier zu tragen. Natürlich wünschten sie sich, dass ich Ingenieurin oder Ärztin werden würde. Das Übliche, was man sich in der arabischen Welt wünscht. Wichtiger war der Aspekt, dass wir zur Mittelklasse gehörten und Wert auf Bildung legten und einen Beruf erlernen sollten. Gleichzeitig wurde in unserer Familie Kunst hochgehalten. Meine Mutter sang gern, mein Vater war ein Dichter. Das Saudi-Arabien meiner Kindheit war sehr konservativ und draußen begegnete ich einer anderen Realität. In der Schule wurde uns beigebracht, als Frau mit leiser Stimme zu sprechen. Frauen hatten unter sich zu bleiben und durften keinen Kontakt zu Männern haben. Heute aber werden Mädchen ermuntert, aus diesen traditionellen Rollen auszubrechen. In der Arbeitswelt lockern sich die Regeln, sodass Frauen nicht mehr nur mit anderen Frauen arbeiten dürfen. In den Einkaufszentren arbeiten heute viele Frauen im Verkauf und an der Kasse. Like I go to the mall in Saudi Arabia now and there is a lot of cashiers and a lot of salesperson. Das heißt also, die Welt von Wajda, von dem Mädchen in ihrem ersten Film, das sich das Fahrrad wünschte und es als unschicklich galt, die existiert so nicht mehr? Vielleicht gibt es sie noch vereinzelt in Kleinstädten. Dennoch hat sich viel bewegt und verändert in der saudischen Gesellschaft. Aber bestimmte traditionelle Werte, die etwa bestimmen, wo man Frauen treffen darf, bestehen weiter. Es braucht Zeit, diese zu verändern. Nach der Lockerung der Regeln können Frauen heute alleine und ohne eine Bewilligung ihres männlichen Vormunds reisen. Sicherlich stellen sich aber viele Frauen im Hinterkopf die Frage, ob alleine zu reisen nicht unschicklich sei. Es muss sich noch vieles ändern in der Art, wie die Frauen selbst die Welt sehen und wie sie durch ihre Familien und die Gesellschaft ermächtigt werden, ihr eigenes Leben zu leben. Dabei geht es nicht nur um die Regeln. Wichtiger noch ist es, die im Alltag geltenden Werte zu ändern, damit Frauen mutig auftreten können. Ich wuchs
in einem rückwärtsgewandten Saudi-Arabien auf. Es gab so viele Verbote. Nicht einmal Auto fahren durfte ich. Aber ich hatte die Unterstützung meiner Familie. Sie lebte ihre liberalen Werte und so wurde ich zu der, die ich heute bin. Dies sind die Werte, um die wir uns im Interesse der Menschen bemühen sollten. Aber dafür braucht es Zeit und viel Bildung. Stichwort Veränderungen, da setzt Ihr aktueller Film auch an. Darin erzählen Sie die Geschichte von Maryam, einer jungen Ärztin, die in einer saudischen Kleinstadt in einer Notfallklinik arbeitet und es nicht hinnimmt, dass die Zufahrtsstraße in derart schlechtem Zustand ist, sodass Patienten nur sehr umständlich dorthin gelangen können. Um das zu ändern, kandidiert sie für den Gemeinderat. Wir schauen uns jetzt einen Ausschnitt aus diesem Film an. Ja, was heißt es denn eigentlich, in Saudi-Arabien in einem Gemeinderat zu arbeiten? Welche Kompetenzen hat ein Gemeinderat? Wie überall sonst auch, braucht man ein politisches Programm. Die Ironie in die perfekte Kandidatin besteht darin, dass sie über keine politische Erfahrung verfügt, aber sehr beherzt ist. Das ist das Wichtigste. Es braucht Politiker mit Herz und dem Willen zum Erfolg. Heute besitzen Frauen in Saudi-Arabien zwar das aktive und passive Wahlrecht, sie zögern aber, im Rampenlicht zu stehen, und sie fürchten sich vor dem Scheitern. Trotzdem sollten Frauen kandidieren, denn Scheitern gehört zum Weg. Es ist so wichtig wie der Erfolg. Nur wenn wir uns zeigen, gewöhnt man sich daran, Frauen in Führungsfunktionen zu sehen, als CEOs oder in der Politik, auf Gemeindeebene oder als Filmemacherinnen. Man muss die Initiative ergreifen und sich aus der eigenen Komfortzone begeben. Ihre Erfahrung kommt von den Social Media, die auch in Saudi-Arabien weit verbreitet sind. Das Internet hat viele Saudis sozial enorm weitergebracht. Hier trifft man sich, um über Dinge zu sprechen und zu streiten. Dieses Empowerment für die Frauen in Politik und Öffentlichkeit, sich zu engagieren, woher kommt das? Ist das von oben herab sozusagen als jetzt ein Teil der Veränderung, die initiiert wird? Oder ist es ein Self-Empowerment, das aus den Familien und von den Frauen selber kommt? Sowohl als auch. Der Nahe Osten ist sehr kompliziert. Und es lässt sich nur schwer sagen, welche Faktoren genau zu den Veränderungen, die wir heute sehen, geführt haben. Viele gut ausgebildete junge Saudi-Frauen wollen bessere Arbeitsmöglichkeiten und ihre Träume verwirklichen. Das bringt Wandel. And all that leads to change. But what is I feel it is Wichtig ist aber auch etwas anderes. Frauen mit politischen Funktionen werden oft ernannt. Die breite Bevölkerung setzt ihr Vertrauen nicht in Frauen und wählt sie nicht in hohe Ämter. Dies zeigt sich auch in Kuwait oder Ägypten, wo Frauen seit längerem über politische Erfahrung verfügen, das Vertrauen in sie aber fehlt. Ganz ähnliche Probleme gibt es auch im Westen, in den USA und in Europa. Hillary Clinton ist ein Paradebeispiel dafür, dass hochqualifizierte Frauen oft nicht ans Ziel kommen, weil es viele Vorurteile gegenüber Frauen in Führungspositionen gibt. Trotzdem sollten wir uns bemühen, diese gemeinsame Geschichte zu schaffen und die Erfolge der Frauen zu feiern. So haben wir in Saudi-Arabien jetzt die erste Frau als Botschafterin. Und das auch noch in den USA, einer so wichtigen Botschaft. Dies ermutigt andere Frauen, sich Ähnliches auch zuzutrauen und den Gedanken an den Erfolg zuzulassen. Solche Beispiele könnten Frauen ermutigen. Sind Sie auch so ein Rollenvorbild? Sie sind inzwischen die bekannteste saudische Regisseurin. Ich sehe mich nicht wirklich als Vorbild. Es würde mich aber freuen, wenn ich die Menschen zu Hause inspirieren könnte, ihrer Leidenschaft zu folgen.
Als ich mit dem Filmemachen begann, gab es in Saudi-Arabien noch keine Filmindustrie. Man machte sich in den Zeitungen lustig über mich. Was soll das mit dieser Filmerei? Niemand nahm mich ernst. Ich glaubte zu der Zeit nicht an meinen Erfolg. Ich wurde nicht von der Vorstellung geleitet, dass ich einmal als Filmemacherin in der Schweiz Interviews führen würde, um meinen Film zu bewerben. Ich machte Filme, weil mich das erfüllte. Es war fast wie eine Therapie für mich. Ich drehte mit knappen Budgets Kurzfilme und Dokumentarfilme und versuchte, einfach eine Geschichte zu erzählen. Wie erleben Sie denn die Solidarität unter Frauen? Es ist ein Thema, das Sie auch in Ihrem neuen Film auch ansprechen. Aber bei Ihnen persönlich, erleben Sie die Unterstützung von Frauen? Ich bekomme viel Unterstützung von Frauen. Diese Solidarität unter Frauen muss man pflegen. Es gilt, eine gemeinsame Geschichte zu schaffen, die wir weitergeben können. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, einen Film über Mary Shelley zu machen. Eigentlich unterscheidet uns alles. Sie ist Britin, der Film spielt in einer anderen Zeit. Aber sie war eine der wenigen Frauen, die Zukunftsromane geschrieben haben, wo ihre Zeitgenossin Jane Austen zum Beispiel über Eifersucht und Liebe im häuslichen Rahmen schrieb. Sie aber griff ein philosophisches Thema auf und stellte die Anschauungen und religiösen Vorstellungen ihrer Zeit in Frage. Wir sollten das auch für uns in Anspruch nehmen. Frankenstein wird oft als ein Männerbuch angesehen. Tatsächlich aber gründet es auf ihren Erfahrungen als Frau, der schwierigen Beziehung zu ihrem Mann, einem verlorenen Kind. Daraus entwickelte sich das Monster. Wir müssen Ähnliches wagen und unsere Geschichte in die eigene Hand nehmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ob als Führungsperson oder als Produzentin. Und danach streben, diese Kultur der Solidarität, da wo sie noch nicht besteht, aufzubauen und zu pflegen. Lassen Sie uns trotzdem noch über die Männer sprechen, insbesondere über die jungen Männer. Sie haben es vorhin schon angesprochen, fast die Hälfte der Bevölkerung in Saudi-Arabien ist unter 30. Welche Einstellungen haben denn heute junge Männer? Viele von ihnen, gerade aus der Oberschicht, studieren ja auch im Ausland, kommen dann zurück. Kommen die mit veränderten Einstellungen zurück oder hatten die einfach eine gute Zeit im Ausland und übernehmen dann trotzdem wieder die konservativen Ansichten ihrer Eltern? Ein Studium im Ausland verändert einen. Die Studienjahre machen einen zu dem, der man ist. Mit einer solchen Bildungserfahrung wählen junge Leute sorgfältig aus der Tradition aus. Sie wollen ein normales Leben, wo insbesondere das Geschlechterverhältnis ausgeglichener ist. Ich betrachte mich als Feministin. Aber in meinen Filmen verkörpern die Männer nicht das Böse schlechthin. Der Vater im Film ist seinen Kindern gegenüber zurückhaltend, freundlich und unterstützend. Er hat eigene Träume. Es ist sehr wichtig, diese Art der Männlichkeit im Nahen Osten zu würdigen und in Filmen oder auch in der Popkultur prominent darzustellen. Im Nahen Osten erschöpfte sich die Rolle des Vaters im Fernsehen darin, die Töchter zu schlagen und zu unterdrücken. Die ständige Darstellung dieser Gewalt produzierte eine Vorstellung von Männlichkeit, der es nachzueifern galt. Dieses Bild entspricht aber nicht der Realität. Natürlich gibt es das an verschiedenen Orten in sexistischen Kulturen. Genau. Es existiert und gerade läuft. Es existiert, aber genauso gibt es Männer wie meinen Vater, die gütig und unterstützend sind, von denen aber niemand spricht, weil dies nicht dramatisch genug ist. Es hilft dem Sensationsdrang, wenn der Vater der Familientyrann ist. Deshalb ist es wichtig, auch die Art Männer zu würdigen. Genau, also das ist das Ideal auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite. Gerade läuft
ein Schweizer Doc-Film, der heißt Saudi Runaway, und der wird bei uns heftig diskutiert. Es dokumentiert die heimliche Flucht einer jungen Frau aus Saudi-Arabien, die der Enge und der Bestimmung über sie entkommen will. Und man sagt, es seien jährlich rund 1000 Frauen, die aus Saudi-Arabien flüchten. Können Sie das nachvollziehen, jetzt zu einem Zeitpunkt, wo doch alles auf Öffnung und Veränderung steht? Können Sie mir bitte Fragen zu meinem Film stellen? Ich bin nicht hier, um über die Filme und die Haltungen anderer zu sprechen. Es geht mir nicht um den Film, aber um die Tatsache. Ich bin Filmemacherin und ich leiste meinen Beitrag zur Veränderung über meine Filme. Sie sind mein Ausdrucksmittel. Und mein Film dreht sich um eine junge Saudierin, die versucht, ihre Stimme zu finden. Werden Sie Ihren Film in Saudi-Arabien zeigen? Natürlich werde ich ihn in Saudi-Arabien zeigen. Was waren die Reaktionen? Er war unter anderem im Programm in Venedig. Schauen Sie, es ist ein Film voller Humor, Musik und Herz. Mir ist es wichtig, das Publikum abzuholen. Ich wuchs in einem Saudi-Arabien ohne Kino und ohne Publikum auf. Meine Filme sollen unterhaltend sein, Spaß machen und eine Geschichte erzählen. Wenn man die Menschen erreichen, berühren und sie wirklich verändern will, muss man sie unterhalten. Das ist meine Haltung zum Kino. Das ist meine Haltung zum Wandel. Und es ist meine Haltung zum Leben. Ich bin keine streitlustige Person. Ich will die Menschen nicht aus ihrer Komfortzone buxieren. Die Rolle der Kunst besteht für mich darin, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Dinge geschehen können. Das heißt, Kunst hat für Sie keine politische Relevanz? Sicher hat Kunst politische Relevanz, aber Kunst ist nicht Aktivismus. Kunst ist unterhaltsam, berührt die Seele und schafft im besten Fall eine entspannte Atmosphäre, in der Menschen etwas lernen. Das ist sehr wichtig. Erst Musik, Literatur und Philosophie schaffen die für Veränderung notwendige Entspannung, Offenheit und Toleranz. Durch sie erlangen Menschen die Fähigkeit, sich der Welt gegenüber zu öffnen und zu lernen. Meine Rolle als Künstlerin besteht darin, Humor, Spaß und Musik beizutragen und damit hoffentlich die Menschen zu berühren. Das funktioniert nicht dadurch, dass man sie drangsaliert. Veränderung ist eine heikle Sache. In einem gereizten Klima klammert man sich umso mehr an seine Werte. Ich kann das sehr gut nachvollziehen aus meiner eigenen arabischen Biografie, wie sensitiv das alles ist. Aber dieser Film machen Sie ja für ein internationales Publikum. Das heißt, ein westliches Publikum wird Ihnen möglicherweise vorwerfen, er ist zu wenig kritisch, er geht zu wenig weit, er hat nicht die Sprache eines Verständnisses von wirklich Veränderungen herbeizuführen. Wenn Sie ihn aber einem arabischen und speziell saudi-arabischen Publikum vorführen, wird das ein ganz anderes Echo auslösen. Wie gehen Sie mit dieser Gratwanderung um zwischen den Kulturen? Alle meine Filme thematisieren Wichtiges auf lustige und unterhaltsame Art. Natürlich hoffe ich, dass sie zu Hause in den Kinos gezeigt und gelobt werden. Ich möchte, dass viele Mädchen sich in der Rolle von Mariam sehen und viele Männer sich in den Vater hineinversetzen können. Selbstverständlich wünsche ich mir auch, dass der Film in Zürich gezeigt wird. Als Filmemacherin träume ich davon, ein breites Publikum zu erreichen. Es ist keine einfache Sache, ein Drehbuch zu schreiben, das der Welt eine lokale Situation authentisch vermittelt und humorvoll über eine fremde und schwer zugängliche Kultur berichtet. Es ist sehr wichtig, Situationen zu zeigen, die gehaltvoll und gleichzeitig authentisch sind. Sie wurden 2018 ernannt in einen Rat, wo es um Kultur geht, von der saudischen Regierung. Was ist Ihre Aufgabe in diesem Kulturrat? Ich versuche, einer jungen Generation von Filmemachern Türen zu öffnen. Es gibt in Saudi-Arabien keine filmische Infrastruktur. Selbst für internationale Produzenten ist es schwierig, in Saudi-Arabien Filme zu drehen, weil man keine entsprechend ausgebildeten Leute findet.
Noch schwieriger ist es für junge Regisseure, die notwendigen Mittel für Filme zu bekommen, die außerhalb des Heimmarkts gezeigt werden sollen. Ich unterstütze sie bei der Suche nach Produzenten oder der Entwicklung ihrer Ideen, der Mittelbeschaffung oder der Arbeit am Drehbuch. Riskieren Sie nicht gleichzeitig aber auch Ihre Unabhängigkeit? Sie haben jetzt diesen Film gemacht, das ist eine deutsch-saudische Produktion. Haben Sie mit den Behörden zusammengearbeitet? Jeder, der in Saudi-Arabien arbeitet, muss das Drehbuch einreichen, um eine Drehgenehmigung zu bekommen. Mir ist es wichtig, in Saudi-Arabien zu drehen, weil sonst niemand diese Welt zu sehen bekommt. Durch die Arbeit mit Laiendarstellern strebe ich eine echte Intimität an. Ich möchte ein Saudi-Arabien weit weg von jeder Politik und allen Schlagzeilen zeigen. Also, ja, auch ich muss ein Gesuch einreichen. Saudi-Arabien ist eine konservative Gesellschaft. Wenn ich dort filme, muss ich die Grenzen kennen und bestimmte Dinge respektieren. Das tue ich gerne, weil ich so zu Hause gehört werde und hoffentlich den Blickwinkel etwas erweitern kann. Ich empfinde Ihre Fragen als aggressiv und anklagend. Eine solche Haltung führt dazu, dass Künstler wie ich, die Saudi-Arabien verändern möchten, dort keine Anerkennung finden. Das ist eine schwierige Situation. Gehaltvolle Filme, die ein breites Publikum erreichen, entstehen nicht einfach so. Deshalb ist es wichtig, die Kunst vor Ort in Saudi-Arabien zu fördern, um die liberalen und progressiven Strömungen zu unterstützen. Eine kurze Frage, wir sind schon fast am Schluss. Sie leben und arbeiten vor allem in den USA. Haben Sie eigentlich Heimweh? Vermissen Sie etwas an Saudi-Arabien? Natürlich vermisse ich vieles. Ich besuche meine Mutter, die in meiner kleinen Heimatstadt wohnt. Ich vermisse das Essen, meine Schwestern, meine Verwandten. Es ist mein Zuhause. Selbstverständlich vermisse ich solche Dinge. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Haifa El-Mansour. Wir bleiben noch etwas beim Thema Saudi-Arabien und die Frauen. Basma Khalifa ist eine junge britische Stylistin und Filmemacherin mit saudischen Wurzeln. 2019 geht sie zurück in ihr Geburtsland, um auszuloten, ob sie dort für immer leben könnte. Der Film Inside Real Saudi Arabia dokumentiert ihren Kampf mit den Regeln in der Öffentlichkeit und gibt seltene private Einblicke in das Leben einer saudischen Mittelstandsfamilie.